Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu The Medium. Ja, in der letzten Folge haben wir hier so einiges getan und wir wollten jetzt als nächstes auf den Balkon gehen. Jetzt weiß ich gerade gar nicht, was besser wäre, in welcher Welt wir da hingehen. Also gehen wir jetzt einfach mal so, wie wir sind, nach draußen. Kann ich jetzt erstmal auf Anhieb nichts sehen? Da könnten wir noch weitergehen. Gibt es denn hier noch irgendwas, was man sehen kann? Da können wir anscheinend nicht rum. Okay. Dann gehen wir erstmal hier rein. Tja, machen wir jetzt X oder A? Das ist die gute Frage. Schauen wir erstmal hier. Bolzenschneider. Ah, Notenblatt. Okay, verstehe. Das heißt, wir müssen dann später hier wohl spielen. Konzentriere dich auf die Geisterwelt. Das machen wir doch mal. The spark's too weak to absorb. It's like it's missing something. Natürlich, das war mir irgendwie klar. I love this melody. It reminds me of my childhood. At least the good parts of it. But the bad parts, they're always there, aren't they? You're a very smart girl, Lily. You know that, don't you? You're special. Her voice, is that sadness? Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Jetzt kann ich nichts machen, okay. I love this melody. Ach so, okay. It reminds me of my. Ja, ja, ja. You're a very. You're. Ist okay, ist okay. Mal schauen. Können wir hier da oben? Okay, aber bevor wir da durchgehen, schauen wir hier nochmal eben. Oh, okay. Ein Schlüssel. Steht eine 7 drauf. Also ist das wohl irgendwie Raum 7? Können wir das Ganze hier noch näher untersuchen? Nicht wirklich, ne? Okay. Da kommen wir vermutlich auch nicht hin, das war klar. Gut, jetzt sind wir wieder zurück in dem einen Raum, so wie es aussieht. Das hat man schon gemacht. Ja, im Endeffekt haben wir hier schon alles durchgeguckt. Aber wir müssen irgendwie... Ach so, Moment. Oder können wir vielleicht hier auf der Rückseite irgendwie ein Notenblatt finden? Da war nur dieser Erinnerungspunkt, ne? Moment, stand da gerade noch was? Ah ne, nur hör auf das Echo. Kann man auch nichts sehen. Ja, also ich denke, wir müssen noch 3 von diesen Notenblättern finden. Das weiß ich gar nicht mehr. Hier vorne war nur der Eingang. Da lag jetzt so nichts rum oder so, ne? Gehen wir nochmal hier alles ab. Boah, das ist so nervig, dass sie dann auch nicht schneller laufen kann oder will. Hinten war jetzt gerade was am Blinken. Nee, das war aber nur ein Grafikfehler. Ja. Zu dumm, zu dumm. Was nehmen wir denn hier? Ach, Moment. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Okay. Das kombinieren wir doch mal mit dem. Ach so, 3 brauchten wir, keine 4. Okay. Konzentriere dich auf die Geisterwelt, weil da war doch auch noch irgendetwas. Oder hieß das nur, ich konnte da was nehmen und, ja, anscheinend, nö, jetzt ist es weg, okay. Kannst du auch mal in die Richtung gehen, wo ich hinzeige? Dankeschön.
Okay, haben wir denn hier noch irgendetwas? Wir haben doch bestimmt irgendwo was übersehen. Quelle der Inspiration. Das haben wir schon gelesen, soweit ich weiß, oder? Aha. Ich meine, ein Engel, ein Dämon, gibt es wirklich einen Unterschied? Ich meine, das hätten wir gelesen. Oh, oder auch nicht. Jetzt ist es weg. Hä? Moment, das ist doch der Raum, wo wir davor drin gewesen sind, oder nicht? Jetzt bin ich doch ein bisschen irritiert, weil an die Tür hier erinnere ich mich. Ach ja, jetzt haben wir einen Schlüssel. Ah, okay. Gut, hier unten ist was. Aber nichts, was man machen kann. Hä? Okay. Schauen wir erstmal weiter. Da liegt noch was auf dem Tisch. Was bist du? Fehlt ein Stift? RT. Okay. Ach, da. Come on, Richard. You were always there when I needed you. Let me return the favor. I don't know, Thomas. What about my work? The university? Richard, I know they kicked you out. I'm guessing you finally managed to piss off the right people. Stay with us, old friend. Do it for me. For them. So, he brought him here. Wonder who he meant by them. Okay, sonst haben wir hier nichts mehr, wenn ich das richtig sehe. Gut. Kann man hier... Kann man nicht dazwischen? Ja, es ist auch ein bisschen kompliziert, gleichzeitig oben und unten drauf zu achten. So, da haben wir noch eine Brille. So, that's how you found him? Yes. He was just lying there. Mr. Rakovich? I'm sorry. He was a friend. I just need a moment. That's not true, Thomas. You thought he deserved it. Okay. Gut. Das heißt, gut ist das nicht, aber was haben wir denn hier noch? Das ist auf jeden Fall neu. Als er sich verlobt hatte, haben wir uns eine Zeit lang auseinandergelebt. Wenn ich so darüber nachdenke, war ich wohl eifersüchtig. Ich hatte ihn nicht mehr ganz für mich allein. Mit der Zeit gewöhnte ich mich aber an sie. Sie fiel mit ihrer Schönheit und mit ihrem Intellekt auf. Irgendwann akzeptierte ich, dass er das wahre Glück gefunden hatte. Die wahre Liebe. Stark und rein. So rein, wie sie nur sein kann, denke ich. Ich wurde jedenfalls nicht länger gebraucht. Als das Projekt begann, das letztlich unter dem Namen Neva bekannt werden sollte, zog ich alle Fäden, um ihm das zu geben, was er wollte. Obwohl ich wusste, dass es einen noch größeren Keil zwischen uns treiben würde, wollte ich das Beste für ihn. Er war so etwas wie der Sohn, den ich nie hatte. Okay. Jetzt habe ich gar nicht... Ah nee, konnte man jetzt auch nicht gucken. Wegen irgendeinem Erinnerungsstück oder so. Da ist auch nichts anderes mehr. Gut. Ah, perfekt. Okay. Ich hoffe, das passiert nicht irgendetwas. Ich kenne es ja von Resident Evil. Dass, wenn man alles zusammen hat, irgendetwas, was einem nicht gefällt, passiert. So, wir müssen in den hinteren Raum. Ja, gehst du mal weiter? Oh, dieses langsame Laufen, das macht mich wirklich so irre, ganz ehrlich. Genau, hier. Ich gucke schon wieder auf die falsche Welt. So. Achso. Ich dachte, das musste ich noch auffüllen, aber okay. Gut, perfekt. Und jetzt? Ehrlich gesagt weiß ich jetzt gar nicht,
wo wir jetzt hin können, beziehungsweise was wir jetzt damit machen können, jetzt wo wir das aufgefüllt haben. Ja, ich kann mich jetzt auch gerade... Doch, jetzt kann ich wieder laufen. Gab es denn hier irgendwo eine Ecke? Ach ja, hier. Da komme ich nicht rum, ne? Genau. Wie war das jetzt? Genau, die rechte Taste. Ja, komm, mach. Ja, auch ganz gut, wenn du läufst. Nein? Hallo? Hä? Die rechte Taste. Wieso? Ich habe doch mein Schild gerade gehabt. So, dann auf ein neues. Ach so, er hat jetzt hier abgespeichert. Das heißt, wir müssen das alles nochmal machen am Ende. Ich habe aber doch mein Schild jetzt gerade drin gehabt. Das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Aber liegt wahrscheinlich einfach nur... Ja, geh doch einfach mal drumherum und in die Richtung, wo ich hinzeige. Und nicht irgendwie wahllos in eine andere Richtung, bitte. Könnte auch daran liegen, weil ich jetzt zu lange nicht mehr gespielt habe. Ich meine, ihr hört es sicher, dass meine Nase immer noch total zu ist. So. Ja. Okay, das habe ich eben gemacht, aber mit der anderen Taste. Also offensichtlich habe ich es doch nicht gemacht. Oh je, oh je, oh je. Moment, das war hier, ne? Ich hoffe, ich muss da die Treppen runter. Ich bin mir nicht sicher. Doch, das ist aber der einzige Weg. Und da sind jetzt keine mehr. So, perfekt. Oh, das ist ganz schön. Also da muss ich den Kommentaren leider zustimmen. Was ist das denn da hinten für eine Hand? Da muss ich den Kommentaren leider zustimmen, dass das Spiel seit dem letzten Update tierisch am Ruckeln ist. Wobei man dazu sagen muss, es war ja vorher teilweise auch schon am Ruckeln. Was ist denn das hier für ein Püppchen? So, ich will gar nicht in die Nähe von der Hand gehen. Das wollte ich nur mal erwähnt haben. Hier ist doch was. Uncle Richard, my arms are getting tired. You've been drawing me for hours. Almost done. You know, Lily, you remind me of someone. A girl I knew when I was very young. Did you love her? Yes. With a young, innocent love. Free of the ferocity of adult lives. Richard. I'm getting a weird vibe from him. There's grief, sorrow, and something else. Ja. Ich befürchte jetzt allerdings, dass wir... Oder können wir hier noch weitergehen? Weitergehen heißt ja nicht noch mehr machen. Automatisch. Okay, ich war am Ende. Sie mussten mich gehen lassen. Mich, Richard Tarkowski. Meine Arbeit war auf dem ganzen Kontinent angesehen. Sie sagten, meine Vorstellungskraft kenne keine Grenzen. Mein Name alleine steht für die schönen Künste. All das Bedeutende... Nee, all das bedeutete diesen seelenlosen Bürokraten nichts. Für sie war ich nur eine Belastung, ein Quell gefährlicher liberaler Ideen. Ich fühlte mich so betrogen, ausgelaugt. Ich musste raus. Fort von der leeren Abartigkeit der Stadt. Aber das Wichtigste, ich brauchte einen Freund. Und so machte ich mich auf die Suche nach ihm. Ich wusste, dass seine Frau vor ein paar Monaten verstorben war. Damals hielt ich es für das Beste, mich nicht in seine Trauer einzumischen. Jetzt hatte ich Angst, dass er es mir übel nehmen würde. Dass ich nicht da gewesen bin, als er mich am dringendsten gebraucht hat. Stattdessen bot er mir ein Zuhause. Okay. Kann man hier durch? Nee, ne?
Sah jetzt gerade unten so schön offen aus, aber da kann man... Oh, da geht's auch noch raus. Oh. Aber nicht unten. Unten kommt man nicht raus. Okay. Moment, hier unten ist aber doch... Heißt das nicht, dass hier irgendwas mit einer Erinnerung ist? Aber ich sehe hier nichts. Doch, jetzt kann ich da X drücken. Wieso ging das dann eben nicht? Aren't you a bit old to be playing with dolls? Here. I bought it especially for you. Oh, a ribbon? It's beautiful. Thank you, Uncle Richard. Here, let me... on the other hand, why don't you do it yourself? What was that? It's like something stirred inside him. Okay. In ihm bewegen hört sich irgendwie nicht gut an. Okay, wir sollen denen folgen, nehme ich mal an. Die sind jetzt hier. Da ist was. Ach, die Schleife. No, I didn't mean to. Oh God, what have I done? It feels cold. What have you done? Ja, jetzt finde ich mich wieder weg. Okay. Das sieht irgendwie nicht gut aus. I had never felt anything so desperate. It was calling out to me. It wanted to show me something. Fucking damn it! Thought I could protect her. Idiot! What would you think of me? I failed you. I failed us. It's all falling apart. What? Yes, I know. No, I need to be sure. There's gotta be something around here. Wait. You want what? Fuck! Look who finally decided to let me out of my cage. And only when you need my help. Surprise. Surprise. Okay, you know what? I'm not in the mood. Just tell me what you see. Come on. Come on. Yes. I can feel it. Okay. It's around here somewhere. Oh, well, that's real fucking specific. Hey, I'm trying to help here. Well, you know, sometimes I wonder... Well, it doesn't make it easier when you keep me in the dark for so long. Oh, Christ. Thanks for that, by the way. Hell of a way to treat your soulmate. God damn it! There's nothing here! There is. Really?
I'm never wrong about these things. You know that. Well, screw this. I should have known better than to listen to you. Wait. What? There. There. Where? What? What? You building tension? Grab the fucking thing! Would you shut up? Huh? Okay. It's her. It's her. No. No, 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 no. Page after page. It's like he's obsessed. What has he... What have I done? We couldn't have known. I let him into my home. You know, he was like a father to me. How could he do this to her? Fucking bastard! How could he? I told you we couldn't trust anyone but ourselves. Keep it together. Think. What do we do now? We wait. And when he comes back, I'll just... Whoa, 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 easy, Tiger. Remember what's at stake here. Just let me do what I do. You better do it fast. Because if you don't, I will kill him. Thomas, I wasn't expecting you. Is everything all right, my friend? Did you do it, friend? Did I? What? My daughter. My 13-year-old daughter. I entrusted her to you. Thomas. Did you do it? I don't. I found the sketchbook. Forced myself to look through it. Cover to cover. Every single fucking page! Tell me you didn't hurt her, Richard. Thomas, please. Tell me I'm wrong, Richard. Tell me, and I'll let you go. It wasn't me. Thomas, you have to understand. There's this thing inside of me. Shut up. Ah! You have to believe me. I wanted to die. I'll make it quick. Thomas, I'm so sorry. She's my daughter! I never wanted any of this. I should never have come here. But you did.
Knowing she was here. Knowing what she means to me. Thomas, I swear, I'll go away. You'll never... Wait, what are you... No, let me out. Let me out. Let me in. This cancer has spread far enough. Time to cut it out. Ja, und damit sind wir in einer völlig anderen Umgebung und zudem auch eine völlig andere Person. Und ja, ganz ehrlich, ich würde sagen, dass ich jetzt hier erstmal einen kleinen Cut mache und dass wir dann herausfinden, was dieser Vater, Thomas, glaube ich, hieß er, oder der andere hieß Thomas, ich weiß es gerade nicht mehr, ich war so fasziniert irgendwie von der Szene, was der jetzt da drin macht. Und ich denke mal, er soll jetzt irgendwie sein inneres Monster besiegen oder sowas. Keine Ahnung. Irgendwie bin ich gerade so ein bisschen abgelenkt von dem ganzen ekelhaften Zeug, was sich da im Hintergrund so ein bisschen am Bewegen ist. Und ja. Ich habe aber festgestellt, dass die Grafik jetzt ein bisschen besser geworden ist. Ich hoffe, das bleibt jetzt so, dass dieses Grisselige, was die ganze Zeit drin war, jetzt endlich mal weg ist. Es ist noch ein bisschen da, aber nicht mehr ganz so extrem, wie es vorher war. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge und sag erstmal danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao!